Tja, und wir gucken jetzt mal zum Münchner Flughafen. Da steht meine Kollegin Ines Barth. Ines, wie ist die Lage dort im Moment? Es hat ja bei Ihnen seit vergangener Nacht fast durchgehend geschneit und jetzt ist ein bisschen weniger. Hm? Ja, der Winter hat den Münchner Flughafen noch immer fest im Griff. 120 Maschinen wurden gestrichen. Zahlreiche Flüge haben auch Verspätung. Und noch immer gibt es zahlreiche anderen. Ja, erzählen Sie ruhig weiter, Ines. Kein Problem. Also wir sehen ja die Bilder, die Sie eben gerade eingeblendet haben hier von den Autos, die auf dem Flughafen unterwegs sind. Ich glaube, Sie wollten uns auch ein bisschen was erzählen über das, was sonst so quasi in Deutschland los war. Hm? Ja, genau, der Winter hat nämlich eben nicht nur München fest im Griff, sondern natürlich auch ganz Deutschland. In 8 Bundesländern wurden die Schulen teilweise geschlossen. Tankstellen, da gibt es zum Teil sogar der Sprit ausgegangen. Und die Lastwagen, die kommen auf den vereisten Straßen kaum voran, bleiben oft stecken. Deswegen gibt es auch überall Lieferengpässe. Aber Einzelheiten dazu jetzt von meiner Kollegin Dorte Stürmann.